Hallo Mitten! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder da seid. Oder wenn neu ist, natürlich auch, dass ihr das Video gefunden habt und dass ihr zuschaut und auf Play gedrückt habt. Mich gibt es heute ausnahmsweise mal auf Deutsch. Ich weiß, dass das seltsam ist, weil ihr mich normalerweise nur auf Englisch kennt. Aber das Ganze hat einen Grund. Ich habe dieses Jahr im Februar auf der Deleco in Dresden einen Workshop zum Thema Cosplay-Make-up gehalten. Und den wollte ich dieses Jahr eigentlich auch noch viel öfter halten. Aber die gute Frau Rona hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was ich sehr, sehr doof finde. Und sicherlich auch einige doof fanden, die den Workshop noch auf einer anderen Convention sehen. Jedenfalls habe ich euch über Instagram gefragt, ob ihr den Workshop nochmal sehen wollt, ob ich ihn vielleicht online zugänglich machen soll, ob ich ihn veröffentlichen soll. Und wenn ja, wie das Ganze stattfinden soll. Dazu habt ihr euch entschieden, dass das Ganze eine Variante auf YouTube werden soll, wo ich euch in einzelnen Videos erkläre, was, wie, wann und wo. Und das ist der Beginn davon. Hier sind wir. Das ist das erste Video. Wenn ich jetzt gelegentlich nach unten schauen sollte, bitte wundert euch nicht, mein Laptop ist hier unten. Das ist mein Friend, mein Laptop. Hier ist die PowerPoint drauf, die ich genutzt habe, um den Workshop zu halten. Und die nutze ich jetzt einfach ein bisschen als Gedächtnisstütze. Ich bin die Celestias. Celestia. Meine Freunde sagen auch einfach Jojo zu mir. Das ist kürzer, das ist leichter. Ich bin seit 10 Jahren Cosplayer und ich komme aus dem schönen Leipzig. Ich bin 24 Jahre alt. Ich mache am allerliebsten Perücken und Make-up. Und weil mich ganz, ganz viele Leute um Tipps und mal fragen, habe ich mir vor so 2,5 Jahren gedacht, ich könnte ja mal einen Workshop dazu machen, könnte ihn auf einer Convention anbieten. Die Alpha-Variante dieses Workshops habe ich auf der Deleco 2018 zur Premiere gehalten und natürlich dann dieses Jahr nochmal eine überarbeitete Version davon. Zuerst einmal wird das Ganze ein bisschen anders ablaufen, als es tatsächlich vor Ort gewesen ist. Wer da war, erst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Es war super cool mit euch. Das hier ist nun eure Online-Variante, wo ich auf viele Sachen einfach nochmal tiefer eingehen kann, weil ich mehr Zeit habe, weil ich mehr Möglichkeiten habe und einfach alles in meinem Arsenal hier zu Hause in meiner eigenen Wohnung habe. Ich werde euch zeigen, welches Grundwerkzeug ihr braucht für ein relativ gutes Cosplay-Make-up. Was sinnvoll ist, da zu haben, was man optional da haben kann, was euch einfach hilft. Ich werde euch ein paar Sachen zu Skincare erzählen, zum Priming, also zum optimalen Vorbereiten für das Make-up. Ich werde euch etwas erklären zum Thema Hauttypen. Wir sprechen auch ein bisschen über Color Correcting. Ich werde euch ein bisschen über Foundation und Concealer aufklären. Ich werde euch natürlich, und das ist bestimmt das Interessanteste für viele von euch, Sachen zur optischen Gesichtsremodellierung erzählen und auch zeigen. Eventuell habe ich dann auch wieder einen Gast da. Das weiß ich noch nicht, das kann ich euch natürlich noch nicht besprechen, weil das Ganze durch diese aktuelle Corona-Situation ein bisschen schwierig ist. Ansonsten blende ich euch einfach Videos ein, die ich zum Workshop bereits vorgedreht hatte, die zum Workshop bereits vorgedreht worden sind. Oder ich zeige euch das an meiner eigenen Visage natürlich. Mich gibt es ja auch noch. Ich werde euch ein paar Sachen zum Face-Taping erklären. Ich werde euch erklären, wie man seine Augenbrauen richtig gestaltet. Also unter anderem Augenbrauen ausblocken, abkleben, Augenbrauen neu modellieren, Werkzeuge, Tools dazu. Wir reden ganz, ganz viel über Augen-Make-up. Also über verschiedene Augenformen unterschiedlich darstellen, den richtigen Eyeliner wählen. Wir reden über Kunstwimpern. Ich werde euch etwas zeigen, um die Augen größer und kleiner zu machen, über Kontaktlinsen. Dann machen wir weiter mit dem richtigen Gesichtsfinish, also Blushen und Highlighten, worauf man achten sollte, wofür das Ganze sinnvoll ist. Denn das geht nicht nur bei Damen-Make-up ganz gut. Dann werde ich euch natürlich noch was zum Lippen-Make-up erklären, wie wir unsere Lippen optisch schmälern und verbreitern, wie welche Farbe wirkt. Ein bisschen was zum Herren-Lippen-Make-up. Ja, auch Herren gibt es Lippen-Make-up. Ich werde euch zeigen, wie man verschiedene Sachen cartoonisiert. Und in späteren Videos reden wir dann auch über verschiedene Spezialsachen. Sowas wie Body Contouring, Body Painting und ich werde euch natürlich auch meine berühmte Sommersprossentechnik zeigen, mit der ich am liebsten Sommersprossen mache. Ihr habt während der ganzen Zeit unter allen Videos natürlich auch die Möglichkeit, mir verschiedene Fragen zu stellen.
Ihr könnt dazu natürlich auch mein Instagram benutzen und könnt mir auf Instagram einfach eine DM schicken. Das blende ich euch kurz hier ein. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht länger und starten direkt mit dem ersten Thema. Für den ersten Durchgang oder das erste Gebiet entführe ich euch jetzt einfach mal in mein Badezimmer, um euch ein paar Grundwerkzeuge für ein gutes Make-up bzw. auch ein gutes Cosplay-Make-up zu zeigen. Ihr seht hier mein riesen Make-up-Arsenal. Da seht ihr natürlich sämtliche verschiedene Pinsel in allen möglichen Varianten, unterteilt in Puderpinsel, Konturpinsel, Highlight- und Blushpinsel und dann natürlich noch verschiedene Pinsel für Augen-Make-up und Lippen-Make-up und zum Korrigieren. Was auch sehr praktisch ist, sind diese Schwämme hier. Das ist ein kleiner, den ihr handelsüblich halt kriegt. Und das ist ein riesiger Oschi. Und mein Lieblings-Make-up-Schwamm, weil ich einfach sehr gerne, sehr effizient, sehr viel Fläche-Produkt auf einmal abarbeite. Hier ist sowas wie Scotch Tape. Das ist ein Augentape, was hautfreundlich ist, was ihr nutzen könnt, um zum Beispiel bei Lidschatten ganz, ganz scharfe Linien zu ziehen und gewisse Bereiche, die ihr nicht anmalen wollt, natürlich auch nicht anzumalen. Das zeige ich euch vielleicht später. Dann habe ich hier eine Lippenpflegebalsam, die man immer benutzen sollte, bevor man überhaupt mit dem Make-up startet. Mein Puder, das ist bei mir weiß, weil ich einfach weiß wie eine Wand bin. Hier ist noch eine Augenbrauenpomade. Natürlich auch Abschminkzeug, denn das Zeug muss wieder aus der Fresse raus. Hier ist ein bisschen Fixierspray, da habe ich jetzt drei verschiedene Varianten hier. Das Fix Plus nehme ich zum Beispiel einfach nur, wenn ich ein großes Make-up haben will, was lange halten muss. Und die anderen beiden sind mir so für Sachen, die nicht ganz so lange halten müssen. Dann ist hier noch ein Kontaktlinsenmittel, das ist jetzt eher semi-wichtig. Ich habe hier ein Schwämmchen, was ich benutzen kann, um von meinem Pinsel meine Puderreste abzustauben. Wenn also hier im Pinsel was drin hängt, kann ich meinen Pinsel da einfach so drüber wursteln und dann geht das eigentlich. Dann habe ich natürlich auch noch eine Feuchtigkeitspflege. Dann nehme ich dieses Aquaserum und ich habe ganz viel verschiedene Foundation. Ich habe noch ein Lippenpeeling hier zum Vorbereiten der Lippen und dann komme ich einfach mal zu meiner Haupttasche. Natürlich Puder, hier sind noch verschiedene Primer drin. Primer sind das A und O, damit alles hält. Hier habe ich ganz viele verschiedene Primer drin. Ich habe Concealer da. Ich habe verschiedene Face-Paletten, nochmal mit Blush und Co. Und natürlich Wimperntusche. Und dann mein allerliebstes vom liebsten, liebsten, liebsten ist eine riesen Sammlung an allen möglichen Varianten an Lippenstift. Denn Lippenstift kann man nicht nur als Lippenstift benutzen und Lippenstift ist wahnsinnig vielseitig. Ich zeige euch auch nochmal einen kurzen Auszug aus meinem Make-up-Schrank. Bitte verzeiht, wenn ihr im Umkreis ein bisschen Unordnung seht. Das tut mir sehr leid, aber nur um euch zu zeigen, dass ich halt ganz viele verschiedene Sachen habe, die ihr bei weitem überhaupt nicht alle braucht. Aber mehr Auswahl kann man halt mehr machen. Ich habe hier so bunte und Highlighter-Paletten drin. Ich zeige euch mal so eine klassische bunte Palette, die ich sehr sinnvoll finde. Die hier ist jetzt von BH. Das ist keine Werbung. Das ist einfach nur eine, die von ganz vielen Leuten einfach sehr gemacht wird, weil die ganz viele bunte Regenbogentöne hat und man damit eigentlich sehr viel machen kann. Die hat auch gescheit Pigment natürlich. Hier sind halt noch ganz viele andere. Hier sind noch ein paar Highlighter-Paletten drin. Vielleicht, wenn ihr startet, ist so ein kleines Kit sinnvoll. Da sind vier verschiedene Highlighter-Farben drin. Die reichen erstmal für ein paar Sachen, die ihr machen könnt. Dann finde ich es sehr sinnvoll. Das ist ein bisschen schwer hier. Wenn ihr noch eine nudigere Palette habt, ich habe dazu die hier. Die ist von Make-up Revolution. Die gibt es auch in teuer, aber die hier reicht mir. Die hat alle möglichen Nude- und Brauntöne, die man brauchen kann. Und die nehme ich zum Beispiel hauptsächlich für männliches Make-up oder für Make-up, wo man nicht direkt sehen soll, dass es Make-up ist. Im Sinne von, das ist halt wahnsinnig gut zum Schatten setzen und zum Sachen vertiefen, wo es nicht direkt geschminkt aussehen soll. Ich habe noch so eine große Blush-Palette hier. Die schaut so aus. Das sind halt ganz viele verschiedene Blush-Töne drin. Damit habt ihr auch erstmal eine kleine Auswahl an Sachen. Und ich glaube,
dass diese hier die Standard-Konturenpalette ist, die einfach jeder Cosplayer besitzt. Hier sind ganz viele verschiedene Konturtöne drin. Wie ihr seht, ist der hier bei mir halt aufgebraucht, weil ich sehr hell bin, sehr blass bin. Und das ist halt einer der wenigen kühlen Töne da drin. Hier sind noch Highlighter-Shades natürlich drin. Und mit denen könnt ihr dann einfach ein bisschen dunkler gehen. Hier habe ich Bodypaint drin. Hier habe ich so ein lilanes Bodypaint dran, das ist eine Wasserfarbe. Und ich habe noch so vereinzelt ein paar Glitzerpigmente. Glitzer ist ein bisschen schwieriger zu handhaben, da muss man ein bisschen Geduld haben. Man braucht eine Glitzerbase dazu, wo ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt meine hingeschmissen habe. Und deswegen skippe ich den Part jetzt einfach mal. Ich empfehle euch Nummer 1. Einen Primer. Nummer 2, einen Concealer, der gut zu euch passt. Nummer 3, eine Foundation. Dann benötigt ihr Applikationswerkzeuge. Das kann zum Beispiel ein Make-up-Schwamm sein. Das kann aber auch ein Make-up-Pinsel sein. Ich würde euch ans Herz legen, euch ein kleines Pinselset zuzulegen, wo von jedem etwas drin ist. Das kann zum Beispiel so aussehen. Oder ihr könnt euch das natürlich auch einzeln zusammenstellen. Dann empfehle ich euch etwas für eure Augenbrauen, Augenbrauenprodukte. Vielleicht, wenn ihr große Augenbrauen habt, nehmt ihr auch einen Brettstift noch zur Hand, damit ihr eure Augenbrauen ausblocken könnt. Dann empfehle ich euch eine bunte Lidschattenpalette, eine nudefarbene Lidschattenpalette, also eine mit Brauntönen. Ich empfehle euch eine größere Konturenpalette, eine Blushpalette, eine kleine Highlightpalette oder ein Highlighter, der euch besonders gut gefällt, eine kleine Auswahl an verschiedenen Lippenstiften mit verschiedenen Finishes, natürlich ein Setting Spray, Wimperntusche, Eyeliner, was vielleicht noch sinnvoll ist, das kleine Schwämmchen, an dem ihr eure Restpigmente, Restprodukte mit dem Pinsel abstreifen könnt, was ich euch gezeigt habe. Das sind, denke ich, die Basiswerkzeuge. Ihr könnt später natürlich auch noch Sachen wie Bodypaint zulegen. Für das klassische Make-up reichen aber erstmal diese Sachen, die ich euch gerade genannt habe. Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende vom Video angekommen, zumindest vom heutigen hier. Das Ganze sollte auch erstmal nur als eine kleine Einleitung dienen. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Foundation, Concealer und Color Correcting. Ich werde euch ein bisschen was zu verschiedenen Hauttönen erklären und wie ihr die perfekte Basis für euch quasi findet, damit ihr richtig durchstarten könnt. Wir fangen also ganz vom Urschleim an. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich abonniert. Ihr könnt mir auch sehr gerne einen Follow auf Instagram dalassen. Ich blende euch meinen Namen hier noch einmal ein. Ihr dürft mir jederzeit natürlich Nachrichten schreiben, dürft Fragen schreiben, haut raus, was ihr wissen wollt. Ich versuche alles, soweit es geht, zu beantworten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, wann auch immer ihr das Video hier seht. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!